Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Dieses Mal sind wir tatsächlich auf der Desktop Edition, denn gestern habe ich behauptet, dass wir auf der Desktop Edition sind in meinem Voiceover, obwohl wir auf der Handy-Version waren. Ihr wusstet natürlich, dass wir nicht auf der Desktop Edition sind, sondern auf der Handy-Version. Ich war anscheinend mal wieder absolut lost. Wir haben einige Sachen abzuholen, denn ich war im Off natürlich wieder ein bisschen fleißig und habe alles Mögliche abgegradet. Es war so schön, Megan bei den Pferden zu sehen. Momente, die ans Herz gingen. Alles in allem ein toller Tag. Paul war eine tolle Unterstützung. Ich kann es kaum erwarten, ihn meinen Ehemann zu nennen. Oh, das ist voll süß. Dann haben wir natürlich noch die Anlagen vom Training verbessert. Wow, Francis, diese Verbesserungen sind toll. Danke, wie geht es deiner Tante? Es geht ihr gut, aber ich habe das Gefühl, sie verschweigt mir etwas. Ja, das geht noch ein bisschen weiter mit der Tante. Und zu guter Letzt Einkünfte und Lagerhaus verbessert. Bei uns läuft's richtig. Mit den neuen Mitarbeitern kann ich mich vielleicht ein bisschen entspannen. Logisch. Außer in Bezug auf Cawthorpe natürlich. Natürlich nicht. Der Richard, der ist ein bisschen anstrengend. Aber, ne? It is what it is. So, jetzt passt auf. Was haben wir denn hier noch? Lege über mehrere Rennen eine Strecke von 24.000 Meter zurück. Haben wir fast abgeschlossen. Trainiere ein Pferd bis auf Beschleunigung Level 20. Why? Haben wir irgendjemanden, den wir auf Level 20 bringen können? No. Oh, ich sehe gerade, Tinseltown müssen wir noch trainieren. Bis Level 29 geht's doch im Moment, oder? Ja, das funktioniert doch. Jetzt ist er Level 29, noch ein Level. Dann ist Tinseltown tatsächlich ausgelevelt. Wir müssen leider warten, bis wir selber Level 14 sind. Aber, ja, besser als nix, ne? Oh, da sehen wir jetzt Coffee Complication. Oh mein Gott, ihr habt auch mir reingeschrieben, oh, so ein Farbpattern habe ich noch gar nicht gesehen. Ich finde es auch absolut heftig und ich bin schon so unfassbar gespannt, Leute, wenn wir das Folie jetzt dann gleich abholen, wie es aussehen wird, wenn es groß ist. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Leute, und wir haben bereits eine Pferdebox frei. Somit können wir tatsächlich Coffee Complication jetzt abholen. Der kleine Bub ist einfach zuckersüß und er hat 2000 Meter hart und hinten. Die Werte sind ein bisschen schwierig, Leute, aber egal, davon lassen wir uns nicht stören. Ich hätte gesagt, wir gehen rein und überspringen zum Hengst. Oha! Er hat komplett weiße Beine. Das ist mir wirklich überhaupt nicht aufgefallen. Und schaut mal, wie besonders diese Zeichnung ist, oder? Die ist richtig krass. Oh mein Gott, er hat so einen richtigen Schal an. Findet ihr nicht jetzt so einen richtigen? Oh mein Gott, ich finde ihn richtig cool, ganz ehrlich. Dann legen wir ihn natürlich noch als Zuchthengst fest. Und decken ihn mit seiner Mama. Und Leute, er ist einfach so toll. Ich hoffe jetzt einfach, dass er sein Pattern vererbt. Weil dieses Pattern, Leute, ist der absolute Oberknaller. Los geht's, los geht's, los geht's. Das Ganze dauert 25 Minuten. Wenn wir überspringen wollen, kostet es 175.000. Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz in die Ziele. Und dann überlegen wir uns, ob wir das Ganze überspringen. Ja oder nein. Wir müssen noch 7.100 Meter Rennen gehen, 16 Mal Geschwindigkeit trainieren, also noch 12, und ein Pferd auf Beschleunigung Level 20 bringen. Außerdem müssen wir ein Pferd bis auf Geschwindigkeit Level 26 bringen, was ein bisschen traurig ist, Leute, denn wir hätten vielleicht doch unsere Bitter Cash behalten sollen, weil Level 26, ihr wisst Bescheid. Und wir müssen noch 4 gutes Sattelzaumzeug gewinnen. 1:37 später. Ich hätte gesagt, während wir ein bisschen warten, dass es ein bisschen günstiger wird, gehen wir mit Tinseltown noch ein Rennen. Und zwar, glaube ich, sind wir gerade, ja, hier steht's, in Billancourt. Ich bin gerade schon mit Maggie ein Turnier gegangen, da haben wir gewonnen. Ich glaube, insgesamt über 250.000, also war richtig, richtig nice. Bin ich ohne euch gegangen und jetzt dachte ich mir, ha, warum nicht, warum gehen wir denn nicht auch noch mit meinem Tinseltown ein Rennen? Denn ich weiß, dass ihr ihn genauso liebt wie ich. Wir wetten natürlich, dass wir auch wieder siegen. Falls wir verlieren, wird es ein bisschen anstrengend. Dann müssen wir insgesamt 22.300 berappen. Aber ich hätte gesagt, los geht's.
2600 Meter. Ha! Das sind wir! Alla! Jetzt sagt er nichts mehr. Okay, das war's. Um Gottes Willen, wir haben den perfekten Start. Ja! Dann gehen wir gleich auf die Seite, Leute. Und los geht's. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht komplett reinscheißen. Billancourt ist nicht so schön. Hier haben wir gefühlt nur Skyscraper. Wow, guckt mal, wie nice das aussieht, oder? Ich wollte doch auf die andere Seite. Was mache ich denn? Ich reite einfach Schlangenlinien. Warum auch nicht, Leute? Schlangenlinien, warum auch nicht? Und guck mal, da sitzen alle. Hallo, servus. Wir gewinnen es hoffentlich. Ansonsten verliere ich echt viel Kohle. Aber es ist tatsächlich, also auf der Desktop Edition kein Problem. Es ist, man gewinnt nicht immer, also mit den Jockeys, wenn man keine perfekten Werte hat. Also die Maggie, ich habe die ja viel auch mit Jockeys weggeschickt, hat nicht immer alles gewonnen. Tinseltown hat der perfekte Werte, der hat eigentlich immer alles abgeräumt. Mit dem war es sehr, sehr einfach, aber auch wenn ihr nicht perfekte Werte habt, ist es auf der Desktop Edition definitiv einfach, weil es eben mit den Story-Rennen relativ einfach ist. Da kann man egal, also ob ihr vorne, Mitte, hinten, ist eigentlich vollkommen egal. Auch was für eine Vorliebe des Pferdes, ist eigentlich auch vollkommen egal. Weil ihr einfach das immer hinbekommt. Und das Einzige, was ja schwierig ist, in Anführungszeichen, ist, gegen andere Spieler zu laufen. Und das ist ja nur auf der Handy-Version der Fall. Also hier den Multiplayer-Modus, den feiere ich gar nicht, der gefällt mir nicht. Aber ist ja nicht so schlimm, weil ich, ne, race ja immer schon auf der Handy-Version gegen andere Spieler. Dann passt es hier. Ich hätte gesagt, perfekt. Ich mag es richtig gern. Vor allen Dingen, Leute, guckt euch einfach die Grafik an von der Desktop Edition, oder? Die ist mega nice. Ich bekomme immer wieder die Frage, ob sich die 40 Euro, die ja kostet, rentiert. Ich muss ganz klar sagen, es kommt immer ganz auf euch selber drauf an. Wenn ihr jemand seid wie ich, der sehr, sehr gerne immer mal Geld in Spiele steckt, ich habe ja schon einiges für die Handyversion ausgegeben, dann rentiert sich die Desktop Edition auf jeden Fall. Denn da zahlt ihr einmal 40 Euro und danach nie wieder. Im Gegensatz zu anderen Spielen, wie eben die Handyversion. Wann muss ich denn jetzt laufen? Muss ich jetzt schon laufen? Ich weiß es nicht. Wir rennen jetzt trotzdem einfach mal. Wir probieren es einfach. Leute, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das Problem ist, ich verwechsel immer die Desktop Edition und die Handy-Version mit dem Laufen. War perfekt. Nice. Wir sind Erster. Haben 111.600 Gold für den Sieg gewonnen. Und dann natürlich, Leute, noch 171.000 in den Wettgewinnen. Ich hätte gesagt, bei uns läuft's richtig. Wir haben jetzt 7,7 Millionen, was einfach nur krass ist, Leute, oder? Dann hätte ich gesagt, ist es soweit, wir holen das Fohlen von Industry Tune ab. Das Ganze kostet uns jetzt noch 125.000, somit haben wir nach 10 Minuten Warten 50.000 Gold gespart, Leute. Let's go. Ich bin so gespannt, was jetzt rauskommt. Okay. Wir haben ein Bay, Stutfohlen, Stufe 6. Das ist doch nicht mein Ernst. Aber Leute, seht ihr, was ich sehe? Wir haben 57, 57, 55. Das ist doch nicht euer... Und Rabicano! Guckt mal, die ist Rabicano. Als ob. Das ist nicht euer Ernst. 57, 57, 55. Da 57 sind Höchstwerte bei Stufe 6. Das läuft bei uns. Somit können wir die Mama und die Oma verkaufen und züchten mit ihr weiter. Oh mein Gott, Leute. Die kleine Maus heißt Knitted Success, weil ich es mega süß finde. Und am Ende des Tages ist sie ja gestrickter Erfolg. Ist sie ja, weil, also wir haben da also lang gestrickt und dann haben wir sie bekommen. Okay. Oh mein Gott, sie hat 2200 Meter hart und hinten? Das kann nicht euer Ernst sein. Sie ist mega cool, als ob, Leute. Dann müssen wir uns, bevor wir die kleine Maus natürlich abholen von Cake Cackle,
verabschieden. Sie hat den lustigsten Namen ever, weil ich nie gedacht habe, dass ich irgendwann mal mit ihr züchte. Am Ende des Tages kam aus dieser Linie, die wirklich nicht gut ausgesehen hat, wirklich nicht, Leute, ein fast perfektes Stutfohlen. Und Leute, ihr wisst Bescheid, Beschleunigung ist mir persönlich absolut nicht wichtig. Geschwindigkeit und Sprintenergie ist wichtig. Und da hat letztendlich die Enkelin von Cake perfekte Werte. Wir verkaufen Cake. Danke, dass du da warst, kleine Maus. Viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Tschüss, du kleine Maus. Bye, bye. Und Leute, dann überspringen wir die kleine süße Stute zur Stute. Die kleine süße Stute zur Stute. Und holen sie ab. Und sie ist tatsächlich ein Rabicano. Leider nicht mit dem schönen Braun. Aber ich hätte gesagt, das macht absolut nichts aus, da sie wirklich toll ist, oder? Dann gehen wir natürlich nochmal rein in die Zucht. Und wir sehen, dass sie tatsächlich exakt das gleiche Bay hat wie ihr Vater. Der Papa, der hat eben nur Tobiano und sie hat Rabicano. Und ich bin jetzt so unfassbar gespannt, Leute, was bei den beiden rauskommt, dass ich nicht auf die nächste Folge warten kann, um zu sehen, was das Fohlen sein wird. Deswegen züchten wir jetzt nochmal. Das Video kommt wahrscheinlich ein bisschen später, Leute. Aber egal, wir züchten jetzt auf jeden Fall nochmal mit Nittle Success und ihrem Papa. Und dieses Mal, Leute, warten wir jetzt nicht 25 Minuten, sondern wir zahlen die 175.000 Gold und holen das kleine Foli ab. Ich traue mir gar nichts sagen, Leute. Oh mein Gott, ist das süß. Hi. Stufe 7. Hengstfohlen. Das ist doch nicht mein Ernst, oder? Jetzt haben wir so viel Geld bezahlt und jetzt ist es wieder ein Stufe 7 Pferd, aber ein Hengstfohlen. Was ist das? Schmutz. Der kleine Bub heißt Pistol Year und hat 2200 Meter sehr hart und hinten. Also die Mama und der Papa sind definitiv besser wie dieses Fohlen. Deswegen wird Pistol Year gehen. Und ich hätte gesagt, wenn ihr Lust habt, probieren wir beim nächsten Mal nochmal die kleine Knitted mit unserem Hengst zu decken. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Wir haben heute mal wieder zwei Fohlen gezüchtet, weil ich mich mal wieder nicht zusammenreißen konnte, Leute. Meiner Meinung nach ist Knitted Success wirklich ein Erfolg. Sie ist mega süß, sie ist Bayfarben, aber vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir irgendeine Besonderheit in sie reinzüchten, sozusagen. Und dann wäre ich auch mega glücklich. Wir müssen es jetzt unbedingt schaffen, dass wir eine Stufe 7 Stute züchten. Vielleicht beim nächsten Mal, Leute, lasst euch überraschen. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und lasst ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!